Wenn ihr auf die stoßt, die ungläubig sind, so schlagt ihr die Köpfe ab. Und wenn ihr sie schließlich siegreich niederkämpft habt, dann schnürt ihre Fesseln fest. Sätze wie dieser sind es, mit denen der Koran, das sogenannte heilige Buch der Muslime, die Menschheit seit über 1400 Jahren heimsucht. Auf der Basis der vielen Suren im Koran sowie auf der Basis der Hadithen, den Überlieferungen über das Leben des sogenannten Propheten Mohammed, ist eine islamische Kultur entstanden, die die Menschen in zwei Klassen teilt. Erstens die Gläubigen, als die sich die Muslime selbst verstehen, und zweitens die Ungläubigen. Für die Muslime ist das der Rest der Menschheit. Die Folgen dieser islamimmanenten Menschenverachtung ziehen sich durch die Geschichte des Islams wie ein blutroter Faden. Von der Unterwerfung Nordafrikas und Spaniens kurz nach dem Tode Mohammeds über die Versuche der muslimischen Türken Europa zu knechten zu Beginn der Neuzeit bis hin zur gegenwärtigen Terrorwelle gegen Christen im Irak, in Indonesien und auch in der Türkei reicht das Spektrum der muslimischen Barbarei. Die Bürgerbewegung Pax Europa, BPE, hatte sich zum Ziel gesetzt, der Weiterverbreitung des Islam in Europa entgegenzuwirken und für die abendländische Kultur und Demokratie zu kämpfen. Unsere Kundgebung heute trägt den Titel Christenverfolgung durch Muslime weltweit. Besonderes Augenmerk wollen wir dabei aber auf die Situation der Christen in der Türkei legen, in einem Land also, das gute Aussichten hat, bald Vollmitglied der EU zu sein. Unser Redner zu diesem Thema ist heute Herr Franz von der Aktionsgruppe Verfolgter Christen, den ich hiermit begrüßen möchte und dem ich jetzt das Mikrofon überreiche.